Sachsen ist das Land der Burgen und Schlösser. In unserer Region gibt es da einige schöne historische Bauten zu entdecken. Viele davon bieten Besuchern tolle Erlebnisse und lassen sie in andere Zeiten eintauchen. So zum Beispiel das Schloss Waldenburg, welches eine abwechslungsreiche Geschichte hinter sich hat. Mitte des 20. Jahrhunderts war das Schloss eine Lungenheilstätte, insbesondere für Tuberkulosepatienten. Die neu eröffnete Dauerausstellung gibt ab sofort einen besonderen Einblick in dieses Kapitel der Schlossgeschichte. Wir waren zur Eröffnung dabei. Das Schloss Waldenburg lockt schon allein durch verschiedenste Veranstaltungen oder auch einfach das historische Ambiente selbst. Nun wurde das Schloss für die Besucher durch eine zusätzliche Dauerausstellung aber noch weiter aufgewertet. Das Schloss als Lungenheilstätte, Geschichten aus der Mottenburg, das ist der Name der neuen Dauerausstellung. Sie fragen sich nun sicher, weshalb Mottenburg? Unter diesem Spitznamen, geprägt durch die Patienten selbst, verweist der Name auf die schwere Erkrankung, die die Lunge so sehr verändert, dass sie durchlöchert schien, als hätten Motten sie befallen. Zur Eröffnung fanden sich im Foyer des Schlosses viele Menschen ein. Eine der Initiatoren für die Ausstellung ist die ehemalige Leiterin des Schlosses. Oh, das ist eine lange Geschichte, muss ich kurz erzählen. Das ist gar nicht ganz einfach. Es ist so, dass die eigentlich seit 2018, seit ich hier angefangen habe, immer wieder Geschichten auf uns zugekommen sind von ehemaligen Patienten, von Leuten, die hier gearbeitet haben, die uns Storys erzählt haben von der von 50 Jahren Krankenhausgeschichte. Ich meine, immerhin waren es 50 Jahre von jetzt 110 Jahren, die das Schloss so dasteht, wie es jetzt dasteht. Und deswegen nimmt das natürlich schon eine ganze Menge Raum ein. Man spürt das Krankenhaus auch noch an allen Ecken und Enden und deswegen war es uns ganz wichtig, dass wir das zur Ausstellung bringen, um eben diese Geschichten, die uns die Patienten und Mitarbeiter dagelassen haben, zu erzählen. Diese Ausstellung ließ sich aber natürlich nicht allein auf die Beine stellen. Also daran beteiligt waren natürlich viele Partner, allen voran die Agentur Ungestalt aus Leipzig, die uns bei der Gestaltung geholfen haben. Aber ganz, ganz wichtig auch ist die Zusammenarbeit mit dem Landkreis Zwickau an der Stelle, mit dem zentralen Immobilienmanagement des Landkreises Zwickau. Wir haben eine ganz, ganz enge Zusammenarbeit auch gehabt mit der Liederregion, weil die hier uns für den Bau unterstützt haben, der Räumlichkeiten und natürlich mit dem Kulturraum Vogtland Zwickau. Und da sind wir auch sehr dankbar dafür, dass die unterstützt haben, dass die Ausstellung überhaupt konzipiert und aufgebaut werden kann. Die Ausstellung gibt den Besuchern einen tiefen Einblick in den Alltag der Menschen und des medizinischen Personals. Diese Informationen wurden mit Hilfe von Zeitzeugen gesammelt. Wie ist das eigentlich alles zustande gekommen? Ja, wir haben am Anfang der kuratorischen Arbeit einen Zeitungsaufruf geschalten, hier in der regionalen Presse, mit der Bitte, dass Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die hier Patienten waren oder beschäftigt waren oder die Angehörige hatten, die hier Patienten waren, sich melden dürfen und gerne Material einschicken. Und so haben sich ganz, ganz viele Leute gemeldet, ich glaube über 50. Und mit all diesen Menschen haben wir Interviews geführt und deren Geschichten aufgenommen und deren Fotos und Objekte archiviert. Und dann hatten wir erstmal einen ganz großen Berg an Informationen. Und daraus haben wir dann überlegt, okay, was sind denn die Geschichten, die uns oft erzählt wurden und was sind also die Geschichten, die wir in die Ausstellung bringen wollen. Und dann haben wir darum die Themen gestrickt, die eben als Hintergrundwissen natürlich auch wichtig sind. Genau. Natürlich gibt es bei der Planung, beim Aufbau und der Informationsbeschaffung auch Herausforderungen. Welche Herausforderungen gab es? Also es ist immer schwierig, wenn man mit Farben arbeitet und die Farbe auf verschiedenen Materialien gleich aussehen soll. Das kann man sich als Laie, glaube ich, gar nicht vorstellen. Das ist eine sehr große Herausforderung. Das heißt, wenn ich Fliesen in einem bestimmten Blau haben möchte, dann die Gestelle in demselben Blau zu kriegen, ist eine große Herausforderung. Das hat lange gebraucht, bis wir da das alles richtig hatten. Ansonsten war eine Herausforderung natürlich, Zeitzeugenberichte richtig zu behandeln. Also es ist immer eine Erinnerung und es ist nie die absolute Wahrheit. Es ist aber aus der Erinnerung der Person natürlich die absolute Wahrheit. Und da zu unterscheiden, was ist jetzt überliefertes, wissenschaftlich fundiertes Material
und was ist die Erinnerung einer bestimmten Person und das irgendwie sensibel zusammenzuführen und das auch auszuzeichnen als solches, war auf jeden Fall eine Herausforderung, ja. Auch Landrat Carsten Michaelis ließ es sich nicht nehmen, dabei zu sein und ein paar Worte an die Gäste zu richten. Neben Ina Klemm war auch ihr Nachfolger Carsten Erik sehr erfreut, die Ausstellung eröffnen zu können. An diesem Tag vor Ort waren aber auch wichtige Zeitzeugen, die die Geschichte des Schlosses als Lungenheilstätte miterlebt haben. Die Heilstätte, so wie sie früher hieß, dann eine Klinik wurde oder ein Fachkrankenhaus, war immer eine besondere Einrichtung. In der Gestalt, dass die Patienten an Tuberkulose erkrankt waren, in der Regel nicht schwer krank waren, und in einem Haus gepflegt worden, was eine tolle Historie hatte, nämlich dem Schloss Waldenburg. Diese Verbindung war immer etwas Besonderes. Es bleiben natürlich auch die einen oder anderen Geschichten beim medizinischen Personal im Gedächtnis. Mir fällt jetzt zum Beispiel so ganz spontan ein, dass wir auch ausländische Patienten hatten. Und dass die es genossen haben, hier in diesem Schloss die Atmosphäre zu genießen, wie auch unsere einheimischen Patienten. Und dass es üblich war, dass sie sich mit allen möglichen Beschäftigten, zum Beispiel in den Zimmern und durch den Park, der hier dran angeschlossen ist, gab es Tiere. Es kamen sehr viele Eichhörnchen, zum Beispiel in einem Zimmer da oben. Und es wurde auch mal ein Patient von einem Eichhörnchen gebissen und das war dann ein großes Trauma für ihn. In der Ausstellung erleben die Besucher persönliche Geschichten, Berichte und Anekdoten ehemaliger Patienten und Mitarbeiter. Diese Erzählungen lassen die Besucher in die damalige Zeit eintauchen. Bei der Sanierung gab es auch einige Überraschungen. Wir haben, oder beziehungsweise die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Schlosses haben bei Sanierungsarbeiten nicht nur in diesen Räumlichkeiten der jetzigen Ausstellung, sondern auch in anderen Sanierungsarbeiten immer wieder in den krudesten Ecken hinter irgendwelchen Verkleidungen und Vertäfelungen Müll gefunden. Müll aus wirklich, teilweise ist es datiert oder man kann es zurückverfolgen, aus ungefähr 70 Jahren Betrieb und davon 50 Jahre Krankenhausbetrieb. Und interessanterweise war ganz viel von diesem Müll bestehend aus Zigarettenschachteln, Schnapsflaschen und Bonbonpapiere oder Schokoladenpapiere, was eben die früheren Patienten in ihrer strikten Diät hier eigentlich nicht essen und trinken und rauchen durften. Aber es wurde natürlich trotzdem gemacht. Und so war dieser Gedanke, dass diese erwachsenen Männer hier heimlich Schokolade gegessen haben und das irgendwie insgeheim entsorgen mussten und das irgendwie hinter irgendeine Wandvertäfelung geknüllt haben, war irgendwie ganz bezaubernd. Das war zum Beispiel immer wieder eine Überraschung, weil es wurde immer mehr gefunden. Ja. Ja, ich kann eigentlich alle nur einladen, sich die Ausstellung mal anzuschauen. Wir haben im Moment hier auch noch Dalí im Schloss, also im Moment lohnt es sich auf jeden Fall. Das Schloss ist geöffnet von Dienstag bis Sonntag, unter der Woche von 10 bis 16 und am Wochenende von 11 bis 17 Uhr. Wir haben auch regelmäßig Führungen und es lohnt sich auf jeden Fall, hier vorbeizukommen und die neue Ausstellung mal zu betrachten. Man sollte aber auf jeden Fall auch Zeit mitbringen. Also schauen Sie doch einmal in die neue Dauerausstellung im Schloss Waldenburg und tauchen Sie in die 5 Jahrzehnte Geschichte des Schlosses als Lungenheilstätte.